Heidiho, meine Lieben, und willkommen zurück zum Mandrill Speedbuild, Gehege Speedbuild, wie auch immer. Und zwar zum Part Nummer 2. Im letzten Part haben wir ja schon alles drumherum gebaut und jetzt wollen wir uns ein bisschen um den Innenbereich des Geheges kümmern. Aber vorerst werden wir ein bisschen Geländer bauen. Ich wollte auch hier kein Geländer von der Stange nehmen, deswegen haben wir hier mal wieder ein bisschen rumprobiert. Und ich fand, das sah ganz nett aus und habe das auch nur in dem Bereich mit dem Zaun gemacht, wo auch die Ruinteile drin sind. Ja, da bauen wir jetzt fröhlich erstmal den Zaun hier rum. Und sieht meiner Meinung nach ganz nett aus. Diese Folge wird auch ein klein Ticken kürzer, aber ich wollte das halt nicht in einem großen Part zusammen machen, weil sonst hätten wir eigentlich eine Folge von guten 45 Minuten. Das fand ich ein bisschen sehr doll. Deswegen haben wir jetzt hier nochmal so quasi den Abschlusspart für das Mandrillgehege. Abgesehen von den Sachen, die wir nachher am Weg noch bauen müssen. Ja, aber ich denke mal, zu lang sollten die Folgen auch nicht sein. Ich werde mal schauen, wie das beim nächsten Gehege aussieht, ob wir es da auch wieder aufteilen in zwei Parts oder ob wir es in einem Part lassen. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber kürzere Folgen sehen möchtet oder ein Gehege halt am Stück. Und wenn es dann halt auch mal mehr als eine halbe Stunde ist, dann ist es auch egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch beliebt, was ihr sehen wollt. Ja, und hier machen wir uns dann einfach mal ein bisschen daran, unter dem Weg das alles ein bisschen zu füllen und abzugrenzen. Ja, habe ich hier dann wieder mit Felsen gemacht, weil das meiner Meinung nach einfach am besten aussieht. Aber das solltet ihr langsam wissen, dass ich gerne mit den Felsen rum experimentiere und rumbaue. Ja, finde ich halt einfach natürlicher und meiner Meinung nach einfach ansehnlicher als andere Wände. Aber wir können auch da gerne mal rumexperimentieren, auch mal mit anderen Werkstoffen hantieren. Auch da haut die Kommentare voll. Und by the way, auch hier möchte ich mich natürlich auch wieder bei euch bedanken, weil das echt hammermäßig ist, wie viele Aufrufe die Videos im Moment haben. Also ich freue mich da richtig drüber. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich lese. Und das waren im letzten Part auch wieder, ich glaube, insgesamt 13 innerhalb kürzester Zeit. Da wird jetzt der eine oder andere vielleicht lachen und sagen, 13 Kommentare, ist ja gar nichts. Aber ich finde das schon echt enorm und ich freue mich total, dass ich auch sehe, dass Leute sich die Folgen ansehen und mitmachen wollen und halt Ideen haben und einbringen. Finde ich total super und freut mich wirklich jedes Mal aufs Neue wieder, wenn ich eine Nachricht bekomme, dass ich wieder einen Kommentar habe und ja, einfach mitgemacht wird. Und davon soll das Let's Play oder das Gehege Speedbuild Projekt, wie man es auch mal nennen möchte, auch leben, dass ihr halt auch mitbestimmen könnt, was hier abgeht und so weiter. Klar, ich habe auch immer schon ein paar Ideen im Kopf, auch für die kommenden Gehege schon wieder und auch für den Eingangsbereich, den wir jetzt ja auch nochmal neu machen wollen. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, aber das kommt alles mit der Zeit. So, hier holen wir jetzt auch wirklich dann den ersten Affen mal ins Gehege rein, um einfach mal zu gucken, kann er hier irgendwo abhauen, geht er stiften und was braucht er so alles. Dann richten wir hier so ein bisschen ein. Die kleine Schlafhöhle wird jetzt auch fertig gemacht. Da habe ich jetzt auch beim Kommentieren der Folge ein bisschen gesehen, dass ich finde, dass dieser Schlafraum, da ist einfach gar nichts los. Da muss noch ein bisschen was hin, vielleicht nochmal das eine oder andere Pflänzlein oder so. Da ist mir das noch ein bisschen zu karg, aber das werden wir auch noch im Laufe der Zeit machen.
Ich bin auch im Überlegen, ich habe es schon öfter gesagt und bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich werde es jetzt wirklich mal starten, dass wir vielleicht demnächst irgendwann mal hilf mir auf die Sprünge, ein Livestream machen in diesem Park, wo wir dann so Sachen wie Bänke und die ein oder andere Verbesserung oder etwas umbauen müssen oder sowas. Das würde ich gerne in einem Livestream machen. Mal gucken, vielleicht machen wir es die Tage mal. Ihr würdet da natürlich eine Benachrichtigung auf Instagram kriegen, wenn es losgeht und so weiter. Aber das kriegen wir bestimmt auch nochmal auf die Kette. So, hier habe ich jetzt festgestellt, der kann abhauen. Und zwar können die Mandrills auf Bäume raufklettern. Das kannte ich so von den Orang-Utans zum Beispiel am Anfang nicht. Deswegen mussten wir jetzt hier ein bisschen gucken, oder ich musste ein bisschen schauen, dass wir die Bäume nicht zu nah an die Wände ranstellen, und dieser eine Baum ist halt einfach zu viel da vorne. Aber mit ein bisschen rumdrehen und schieben haben wir es dann hingekriegt. Ja, hier habe ich mich auch ordentlich mal ausgetobt mit Bäumen und Klettermöglichkeiten, aber das werdet ihr jetzt hier gleich auch alles sehen, was jetzt kommt. Ja, weil die Affen mögen klettern. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Da könnt ihr natürlich auch die Kommentare mal wieder voll ballern. Im Moment bauen wir jetzt hier an dem Affenbereich, sage ich mal, wo sämtliche Affen rein sollen. Also da werden definitiv noch andere kommen. Auf der anderen Seite, wo jetzt derzeit noch das Orang-Utan-Gehege ist, was wir ja abreißen wollen, da würde ich gerne einen anderen Bereich starten, beziehungsweise erstmal einen Eingangsbereich bauen und dann dort einen anderen Bereich starten. Und da würde ich gerne mal von euch wissen, was ihr gerne sehen wollt. Also wollt ihr, keine Ahnung, die Savanne sehen mit Elefanten, Giraffen etc. Oder wo habt ihr da richtig Bock drauf? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare ballern. Ich denke mal, es wird hier noch so, also ein, zwei, vielleicht drei Gehege mit Affen wird hier noch kommen. Und dann wollen wir uns auch dem neuen Bereich widmen. Also wie gesagt, haut da gerne die Kommentare voll, was ihr euch wünschen würdet oder generell, welche Tiere ihr gerne sehen wollen würdet. Vielleicht wollen wir auch einen Wasserbereich machen. Jetzt mit dem neuen DLC, in Anführungsstrichen neu, ist es ja auch möglich, dass die Tiere tauchen oder einige zumindest. Haut da auch gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie was sehen wollt. Pinguine, whatever. Ja, wie gesagt, lasst die Tasten glühen. Ja, hier basteln wir dann so ein bisschen an den Klettermöglichkeiten. Das wollte ich schön urig halten. Richtig schön vielen Lianen ran und verwuchert und vermodert und verwildert und keine Ahnung was. Ich finde auch, das Endergebnis nachher sieht wirklich gut aus. Ich habe viel mit Lianen gearbeitet, die dann auch, weil ich ja nun wusste, dass die kleinen Äffchen auch auf die Bäume raufklettern können, schön miteinander verbunden werden konnten. Also es ist ein richtig schönes Kletterparadies für die kleinen Biester. Ja, und ich finde, es macht auch immer Laune, irgendwie so Kletterdinger zu bauen. Und da ist es halt so, dass ich mich so ein bisschen vor der Savanne in Anführungsstrichen fürchte, weil da, ja, da musst du keine Klettermöglichkeiten und sowas irgendwie hinbauen, großartig. Sondern die Giraffe ist da eher anspruchslos, was das angeht. Da bin ich echt noch gespannt, und da muss ich mir vielleicht noch mal ein bisschen Inspiration holen, wie wir da die Gehege gestalten können. Was ich jetzt auch gemacht habe, was ich öfter schon in anderen Let's Plays gehört habe, dass die sich einfach Bilder angucken von realen Gehegen, sich da so das ein oder andere abgucken. Und das habe ich hier im Mandrillgehege zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe geguckt, was für Möglichkeiten haben wir hier bei Planet Zoo. Und was ist realistisch nachzubauen? Und da waren viele Sachen, die dann auch Taue und sowas alles an Bäumen hatten. Und das habe ich hier dann versucht, so ein bisschen aufzugreifen. Ja, hier versuche ich jetzt noch ein bisschen Spielzeug raufzubringen, aber irgendwie hat mich das alles nicht so wirklich angeturnt. Ja, jetzt geht es noch ein bisschen an den Fußboden, dass da ein bisschen gestalterisch was losgeht. Viel Erde verbreitet.
Hier wollte ich noch eine kleine Wasserstelle hinmachen, aber das ja, sah nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. In den Kommentaren wurde sich auch für dieses Gehege noch ein Wasserfall gewünscht. Allerdings war ich zum Zeitpunkt, wo Part 1 rausgekommen ist, schon mit dem Gehege eigentlich fast durch. Und hatte da auch jetzt irgendwie keine Möglichkeit oder keine Idee, wie ich da noch großen Wasserfall einbauen konnte, könnte, wollte, wie auch immer. Ich denke aber mal, dass das nächste Gehege, was ich hier im Affenbereich bauen werde, von den Gorillas sein wird. Und da habe ich schon eine kleine Idee, was man da eventuell wasserfalltechnisch machen könnte. Ich muss mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber dann könnte das auch richtig nice werden. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, hier hauen wir jetzt nochmal die eine oder andere Pflanze rein. Ich habe hier nachher auch Bäume versenkt, weil ich das in anderen Let's Plays mal gesehen habe. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass die sich bewegen im Wind. Und zwar mehr als ein Busch. Also so zum Beispiel, wie es da jetzt gerade war. Aber die habe ich nachher nochmal rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht oder ob ich das offscreen gemacht habe. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ja, und hier haben wir dann nochmal ein bisschen für die Futterversorgung was gebaut. Und da ich den Rahmen an sich ein bisschen schnöde fand, habe ich das einfach mal mit diesen Holzstämmen ein bisschen verkleidet. Ist jetzt keine Glanzleistung oder so, aber sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als vorher, denke ich. Ja, hier sieht man das nochmal, dass ich diese Bäume versenkt habe. Wie gesagt, die habe ich im späteren Partner hier nochmal rausgehauen. Ja, hier gucke ich nochmal, ob der Affe irgendwo abhauen kann. Und dann sehen wir uns auch gleich im Cinematic-Teil nochmal wieder. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr wieder Kommentare da lasst, Likes da lasst. Wer noch nicht hat, auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage Tschüssli Müsli, reingehauen und bis später, Peter.